Würmer machen wir aber später noch, keine Sorge. So, was machen wir dem Kugelfisch jetzt? Einfach in die Item-Truhe, oder? Okay, läuft. So, jetzt muss ich erstmal was an zum Trinken reinballern. Die Crimson kannst du im Hardmode nur aufhalten, indem du mit Purification Powder die zurückdrängst. Genau, hat Steffi auch geschrieben, sehe ich gerade. Steffi ist voll der Pro in Terraria auf einmal so geworden. Raven. Das wäre krass. Nee, nee, nicht in Terraria. Hier. Irgendwas war hier los. Ich habe keine Ahnung. Ich muss zocken. Keine Zeit. Crates erst im Hardmode öffnen. Ja, okay, damit ich die Erze kriege. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Aber ich bin zu neugierig manchmal. So. Wollen wir uns wagen an Skeleton? Was würde ich gerne mitnehmen? Einmal den Iron Skin auf jeden Fall. Ein Swiftness, damit wir noch schneller sind. Dann Danger Sense, nö. Magic Power, nö. Shine Potion, nö. Fishing Potion, nein. Crate Potion, Sonar Potion, nein. Alles uninteressant. Hunter Potion, dann können wir die Gegner besser sehen. Wie lange halten die ganzen Tränke? 4 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten. Ja, ich hoffe, dass der. So ein Horde Reach Potion wäre auch nicht schlecht. Archery Potion, wollen wir mit Molten Fury kämpfen? Molten Fury und dann ordentlich Jester's Arrows. Und eine Regeneration Potion auf jeden Fall. Dornen Potion auch noch. Diese Tränke ballern wir uns alle rein. Seifo, hau rein! Schön, dass du da warst. Ich habe vom Meister gelernt. 6 Staffeln Terraria. Krass, wer hat noch 6 Staffeln Terraria auf YouTube hochgeladen? Ich dachte, ich bin der einzig Verrückte. Okay, das dürfte reichen. Noch eine Idee, Leute. Noch eine Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. Waffen, nein, nein, nein. Deko-Krams. Wo habe ich die Ketten? Sind hier. Ich glaube, ich brauche 3 Ketten. Ich bin mir nicht sicher. Und das sind, glaube ich, bestimmt Enemy Drops in meiner Logik. Ja, genau. Life Crystals. Würde ich gerne. Okay, geht wieder mal nicht. Brian, komm mal her. Erzähl mir mal, wie das mit den Life Crystal nochmal ging. Ah, 4 Ketten. Nein! Habe ich das jetzt gedroppt, das Herz? Nee. 4 Ketten. Dann nehmen wir halt noch eine vierte Kette mit. So, ein Lagerfeuer haben wir hinten, glaube ich, schon. Ein Lagerfeuer haben wir hinten schon. Sonnenblumen, glaube ich, auch, ne? So. Das sollte ja wohl dann in Ordnung gehen, oder? Steffi hat auch Hunger. Steffi, isst du nachher keine Pizza mit mir? Mal gucken, dass wir Skeleton jetzt fertig machen, oder? Wir sind eigentlich echt gut ausgerüstet, muss ich sagen. 300 Schuss Jester's Arrows. Wir haben den Imp. Ich lege trotzdem mein Gold weg. Sicher ist sicher. Genau, hier kam das ganze Gold rein. Peter, komm mal her kurz. Ich muss mit dir sprechen. Ich brauche nämlich mein Dingens wieder. So. Und hier unten wechseln wir auch. Danke. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie. Haben wir noch eine andere Item irgendwie, was wir nutzen könnten gegen ihn, den wir unbedingt brauchen? Movement Speed, wenn wir getroffen werden, wäre nicht schlecht. So ein Panic Necklace, das kann man noch upgraden. Brian, was war da nochmal los? Wie ging da nochmal? Mit dem Honeycomb. Den haben wir aber nicht, ne? Gott! Ich sollte aufhören. So, ich habe das Schwert ausgewählt. Ne, Honeycomb haben wir nicht.
Panik-Necklace wäre... Panik-Necklace? Nee, Band of Regeneration ist geiler. Obwohl, das könnten wir nehmen statt dem Confusion-Scheiß. Drei Defense, Movement Speed, 2 Damage, Melee Speed. Das hat noch gar keinen Buff, warte mal. Das ändern wir auf jeden Fall. Na, ich hab kein Geld. Kein Geld! So, jetzt habe ich Geld. Goblin Tinkerer dürfte auch wieder da sein. Wo ist er eingezogen? Aber der Goblin Tinkerer muss hier irgendwo nach hier unten. Den brauchen wir irgendwie ab und an mal. This house is already occupied. Dann geht der Armstealer hier hin. Und der Goblin Tinkerer hier hin. So, und wo ist er jetzt gerade aktuell? Da ganz oben. Na, Glückwunsch, Trottel, ey. So. Das hier, nee, was hatte... Das Schild hatte noch gar nichts. Das wird auf jeden Fall mal... Minacing, what? 4% Damage. Instant Glück gehabt. Und der Balloon bekommt auch was Neues. Quick, nee. Brisk, nee. 4% Damage. Scheiße, hab ich einen Luck. Scheiße, hab ich einen Luck. Das hätte auch mega teuer werden können. So, 8% mehr Schaden nochmal eben rausgeholt. Alles klar, Gold rein damit in die gute Truhe hier. So, ein Platinum draus gemacht, nicht? Okay, okay, okay. So, jetzt sollten wir uns beeilen. Es wird nämlich bald schon Nacht. Oh Mann, Leute. Ich habe da unten stehen. Ich nehme mal eben ein Lagerfeuer mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da unten ein Lagerfeuer habe. Sonnenblume. Ich nehme auch eine Sonnenblume mit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe da welche hingestellt gehabt. Ich habe Marmortruhen. Marmor, ja. Das Wort gesucht. Okay, schnell beeilen. Beeil dich, Junge. Komm schon. Ah, oh, angeditscht. Shit. Oh, komm, zieh dich mit dem Haken. Yay, da haben wir den Speed mitgenommen. Ja, oh, gut gemacht. Oh, den weichen wir aus. Hier, das liegt von Feuer und Eis. Oh, Shiverthorn. All over the place. Nein! Mist. Mega verlangsamt worden. Und jetzt über diesen Eissee kommen. Oh, scheiße, ist der groß. Oh, haben wir uns aus dem Wasser gezogen. Es wird gleich schon dunkel. Laufen! Ah, Gott, ich bin jetzt gechillt. Weil ich ins Wasser im Eisdingens. Das ist mies. Wenn du im Expert-Mode in das Eisbiom reinfällst, bekommst du erstmal richtig auf die Fresse. Okay. Ich glaube, wir sind gleich da. Komm schon. Yes, da sind wir. Das ist die Arena. Ah, siehst du, wir haben doch schon ein paar Lagerfeuer hingesetzt. Okay, dann setzen wir hier jetzt noch die Herzlaterne hin. Achso, die hängt man, ne? Genau. Ne, hä? Can be placed. Jetzt doof. Wie konnte man die denn nochmal hinsetzen? Check ich nicht. Okay, komm, dann ballern wir uns jetzt die ganzen Tränke rein. Fluch an. So, was ich herausgefunden habe, wir sollten auf jeden Fall erstmal auf die Hände gehen. Und jetzt haben wir halt durch die neuen Schuhe, die hatten wir vorher nicht, viel mehr Bewegungsfreiheit. Boah, der hat mich geschlagen, der Sausack. Hab mir schon mal einen Trank reingeballert. Lieber zu früh als zu spät. So, oh, gut ausgewichen. Go, Jester's Arrows, go! Oh, voll im Sand. Ah, diese Viecher.
Komm, seine Hände müssen sterben. Okay, komm. Ich bin der Meinung, er sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als die letzten Male, wo wir gekämpft haben. Würde gerne probieren, wenn möglich. Ist eine Hand schon kaputt? Ich glaube, eine Hand hat es schon erwischt. Oh Gott, ausweichen. Ja. Ach du heilige Scheiße, was macht der denn jetzt? Der spuckt irgendwas. Ah! Okay, er ist down. Alter, what? Oh Gott, okay, zum Glück haben wir jetzt Increased Mobility. Ey, der schießt hier irgendwie die ganze Kacke nach mir. Und, ja, sauber. Wow! In ihn rein, Heiltrank. Boah, okay, er rastet aus, das ist immer geil. Hier können wir viel Schaden machen. Fuck you, ey, die sind auch noch Homing Missiles, Alter, ey. Ich kann überhaupt nicht ausweichen, die kommen hinter mir her. Lecco mio! Kann er nicht ausrasten? Oh, doch, er rastet aus und natürlich genau dann, oh, wenn ich so nah bin. Alter Vater. Alter Vater. Oh, Leute, ich raste aus. Nein, guckt euch unser Leben an. Guckt euch sein Leben an. Nein, nein, nein. Wie viel Zeit noch? Nur 7 Sekunden, ey. Komm schon. Nimm den Trank, nimm den Trank. Oh, Trank genommen. Er kommt, er rastet aus, er rastet aus. Bin mir nicht sicher, ob die Flaming Arrows so viel bringen. Schon. Oh, fucking, fucking, fuck. Yes, Leute! Scheiß die Wand an! Wie rastet der denn aus, ey? Ist das ein Ausraster? Bleib doch mal locker, Skeleton. Was hab ich dir denn getan, ey? Oh, Mann. Oh, Mann. Wer hat gedacht, dass wir es schaffen, ey? Ich hatte zwischenzeitlich richtig die Hose voll. Wie er ausrastet einfach, ohne Grund. Was haben wir ihm denn getan? Oh. Alter Vater. Ich brauche eine Waffe, bei der ich nicht klicken muss. Mein Arm bricht gleich ab. Und jetzt gehen die ganzen Buffs nach und nach weg. Ey, und wie konnte ich die... Warum konnte ich die Herzlaterne... Kann mir das kurz jemand in den Chat schreiben? Wieso konnte ich die nicht platzieren, Leute? Wie muss man die platzieren? Einmal bitte in den Chat schreiben. Oh. Was haben wir hier drin? Was ist hier drin, Leute? Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Rapid Bone Glove. 12 Throwing Damage. 4% Increased Strike Chance. Very fast throws empowered bones. Expert. Hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil an. Muss ich erstmal Bones überhaupt finden. Oh, wir haben das Book of Souls bekommen. Geil. Geil. Book of Souls. Obwohl, die Dämonensense ist echt stärker. Warte mal. Aber die... Also, ich fand dieses Ding immer geil hier. Ich glaube, ich spiele erstmal mit denen. Obwohl, der hat halt auch ein schlechtes... Was hat der? Ruthless. Damage, aber kein Knockback. Ich finde die cool. Ich behalte die erstmal drin. Oh, Mann. An Blöcke hängen und nicht auch... Ah, okay. Gut. Dann hätten wir es so... Ach, genau, die waren selbstlenkend. Das war das Geile an denen. Das sind diese Scheißdinger, die er gerade nach mir geschossen hat, der alte Kotnascher, ey. Er soll in der Hölle brennen. So, gehen wir jetzt in den Dungeon, wa? In den Dungeon. Der Dungeon. Seid ihr dabei, Leute? Gehen wir in den Dungeon rein? Ja, ne? Mach ihn fertig, da oben. Läuft. Okay, erstmal was trinken.
Okay, jetzt wollen wir mal schauen, was der Dungeon bereithält für uns. Das erste Mal Dungeon im Expert-Mode. Es wird bestimmt lustig. Haha, ja, wir haben alle gelacht. Alter Vater, ey, Leute. Guten alten Water Candles. Könnten wir mitnehmen. Bücher nehmen wir auch mit, warum eigentlich nicht? Hier ist direkt eine Truhe, ist aber noch eine hölzerne Truhe. Ah, ein Schlüssel aber drin. Und eine Herb-Bag. Die Herb-Bags sind cool, da sind nämlich einfach Dinger nachher drin. Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht, aber egal. Setzlinge und so. Okay. Mana-Trank nehmen wir auch mit. Oh Mann, ey. Okay. Ein paar Schuriken gefunden. Ich glaube, mit dem Zauber sind wir jetzt aber ziemlich gut ausgerüstet. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht so viele Gedanken machen. Weiß gar nicht, warum ich so viele Bücher mitnehme. So viele Bücher braucht man wirklich nicht. Was haben wir hier? Arching Bones Banner. Da nehmen wir mit. Jetzt sage ich eben schon, ich brauche die Bücher. Nee, komm, scheiß jetzt auf die Bücher endlich. Diesmal wirklich. Ah, hier so ein Magier. Ah, kommen wir aber gut durch. Da kommen wir aber echt gut durch bisher. Wir scheinen schon gut ausgerüstet zu sein für den Dungeon. Da brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken, glaube ich, machen. Also werden wir mal ein paar Items jetzt farmen, würde ich sagen, oder? Gehen wir erstmal hier rechts lang. Oh, guck mal hier, was hier für eine schöne Truhe ist. Kennt ihr die Truhe? Da brauchen wir den Eisschlüssel für. Das dauert noch ein bisschen. Mindestens bis Hard Mode. Oh, geil. Das sieht ja so cool aus hier im Dungeon. So, und jetzt? Ja, genau. Guckt euch das an. Das Ding geht da durch. Oh, die Mechanikerin. Nice one. Hey. Die ist cool. Wie heißt die? Shiner? Keine Ahnung. Da oben ist die erste goldene Truhe, Leute. Lasst uns direkt rangehen. Wir haben schon Schlüssel gefunden. Achievement! Dungeon Haste heißt. Keine Ahnung. Muramasa! Direkt Muramasa! Geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich rüste es auch direkt aus, weil weißt du, was ich an Muramasa so liebe? Ey, hier, Schädel werden mit Schädeln bekämpft. An Muramasa liebe ich das hier. Ich muss nicht mehr klicken. Ich raste einfach nur aus. Muramasa for the win. So, hier ist irgendwo eine Falle. Die nehme ich gerne mit. So. Wir könnten noch einen Schlüssel gebrauchen übrigens. Moin. Der dunkle Caster. Keine Chance gegen uns. Habe ich noch einen Schlüssel? Nö. Natürlich nicht. Peter, komm mal kurz her. Moin. Jo. Oh, fuck. Nein, doch nicht mit. Was mach ich denn? Die ganzen Caster hier, die nerven. So. Ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen loswerden. Und zwar das. Ropes, meinetwegen. Bones werden wir noch sehr viele bekommen. Sunflower Camp, Fire Water Leaf. Bücher nehmen wir nicht mehr mit. Die Dämonensense behalten wir natürlich. Können wir aber hier reintun. Kann ich noch schneller reden? Ich weiß es nicht. Ich probier's. Das hier können wir jetzt mal gleich ausprobieren. Ah, du Sausack. Kann ich angreifen? Hab den Debuff bekommen von ihm. Ja, irgendwie Bones. Was wollte ich schauen? Ach ja, hier. Boah, okay. Boah, die sind sehr schnell. Aber machen halt sehr wenig Schaden, muss ich sagen. 12 ist echt sehr wenig. Ah, the Clothier has arrived. Da haben wir schon wieder den nächsten Dingens wieder direkt bekommen. Ja, ich meine, also so geil finde ich das jetzt nicht, muss ich sagen. Weiß nicht, da, ja, Da haben wir schon geilere Sachen gefunden.
da finde ich das andere Item, was wir durch ihn bekommen haben, das jetzt nicht Expert Mode Only ist, finde ich da wesentlich geiler. Ah, da oben ist wieder so ein Kasten. Den haben wir. So, und du bekommst mal mein Schwert. Danke. Okay, Leute, lass uns weitergehen. Wir wollen ja hier alles erforschen, ne? Oh, Mann. Peter haben wir... Gute Frage. Während des Blattmoons, ja genau. Ach, Steffi hat's schon gesagt. Wieso antworte ich eigentlich noch? Steffi ist eh immer schneller als ich. So, wir nehmen mal hier das Bild mit. Können wir vielleicht unser Toast noch ein bisschen verschönern mit. So, hier oben ist einfach nur die Abzweigung gewesen. Alles klar. So, jetzt will keiner einen Schlüssel droppen. Dann gehen wir erstmal ein Stückchen weiter, meinetwegen. Wir kriegen die ganzen Truhen, kriegen wir noch geöffnet. Keine Sorge. Muramasa ist ein Segen. Muramasa ist echt ein Segen, wenn du einfach nur noch gedrückt halten kannst. Hier ist die nächste Truhe. Die Skulls regeln. Die regeln echt gut. Die sind cool. Die sind richtig cool. Und zack, mal schauen. Wäre geil, wenn wir alle Items finden, dann können wir einen Abgang machen, theoretisch. Oder wir looten halt einfach alles, ne? Warum eigentlich nicht? Oh, da drüben ist wieder so ein böser Mensch. Angerempelt, haha, ciao. Keiner will einen Schlüssel droppen, ne, für mich. Wieso hasst ihr mich so? Confusion everywhere. So, ich habe keinen Mana mehr. Oh, da unten. Ah, sauber, da unten ist aber ein Dungeon Slime. Und die droppen, soweit ich das weiß, immer ein. Ah, Sausäcke, die haben mich da reingeschubst. Oh, nehmen wir ein bisschen Licht. Oh, geil, guck mal, wie die alle hier unten lauern. Da können ein paar Schädel runter. Na komm, wartet, wir gehen mal. Angriff! Boah, ey, das ist eine Horde! Danger Sense Potion. Boah. Ah! Cursed Skull. Vorsicht, das da will ich haben, danke. Nimm ein paar Bilder mit. So, hier wurde ein Schlüssel gedroppt, habe ich gehört, oder? Was ist das denn? Alchemy Table. Ja, da wurde ein Schlüssel gedroppt. Gehen wir wieder nach oben. Wunsch. Moin, Likus, grüß dich. Oder Ikus, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein kleines L oder ein großes I ist am Anfang. Auf jeden Fall, moin, moin, schön, dass du da bist. So, hier haben wir die nächste Kiste. Und in der Kiste ist, oh yeah, das Koboldschild. Whoop, whoop. Das nehmen wir auf jeden Fall direkt in unser Inventar auf. So, Peter, wo bist du, Peter? Komm mal her. Ah, Hilfe. So. Peter, du kannst von mir haben den Alchemie-Table, Herbsi-Dingens und ein paar Bilder. Bam, bam, bam. Obwohl, wir finden noch mehr Bilder, die behalten wir, die stacken. Whoop, whoop. Dungeon-Hype, Leute. Ich freue mich, dass wir es endlich in den Dungeon geschafft haben, ey. Endlich geht es wieder richtig gut voran. Ich hatte keinen Mana mehr. Und jetzt bin ich Stunt, gedingenst hier, von dem Boy. Jetzt darf ich wieder, okay. Da kommt er direkt wieder und will mich direkt wieder killen, ne? Aber nicht, wenn Peter da ist, das kannst du vergessen, ey. Peter, passt auf mich auf, ne, Peter?
So, Quickstack. Was haben wir hier noch? Danger Sense Potion, Gravity Potion, ein Mana Trank. Recall Potion brauchen wir eh nicht. So, okay. Also ich finde ja, diese Tische sehen geil aus, ne? Diese Totenkopftische. Die sind schon cool. Na komm, hier. Oh, da oben ist eine Falle gespawnt. Die sind ätzend. Gehen wir mal nach oben, oder? Eigentlich ist es sogar egal, wo wir lang gehen, weil ich muss ja hier eh nochmal sonst her. Ah, hier oben war ich ja sogar schon. Fällt mir mal auf. Ist halt nur nervig. Ja, klar. Renn da rein, Grants. Ist halt nur nervig, wenn die mir keine Schlüssel droppen wollen, die Boys. Schlüssel, bitte. Brauche Schlüssel. Ich bin dafür, wir spawnen ein paar Slimes. Das wäre ziemlich cool. Oh, eine neue Dungeon-Rückwand, oder? Ist die neu? Ich glaube schon, ne? Kommt mir so unbekannt vor. Oh, eine Dungeon-Falle. Okay, ich brauche Licht. Definitiv brauche ich Licht. So, Healing Potion. Der Slime Lord Grants geht hier durch den Dungeon. So, hier haben wir die nächste Truhe, die wir im Hard Mode eh erst öffnen können. Dauert also noch eine Weile. Was haben wir? Ah, aua, Hilfe, Hilfe, er will mich töten. Flamer Run. Oh Gott, hier muss ich auf jeden Fall. Habe ich Dirt oder so dabei? Ach, ich muss hier was drüber bauen. Gar nichts dabei zu bauen. Ätzend. Okay, pass auf. Dann rennen wir. Irgendwie muss man ja darüber kommen. Ich meine, ich hätte jetzt auch zurückgehen können, so, ne? Oh nein, ich komme hier nicht weiter. Ich gehe zurück, ciao. Oh, hier sind wieder ein paar Bilder. Bitte mitnehmen. Bitte. Zweimal das gleiche Bild genau nebeneinander gehangen. Wer hat das denn hier eingerichtet, ey? Da baue ich ja schönere Häuser. Das soll schon was heißen. So, haben wir einen Schlüssel? Nee. Oh Mensch. Ich will doch nur spielen. Schau. Ach, das waren mehrere, deswegen waren die so komisch. Ja, komm, wo ist ein Slime? Dann gehen wir gehen erstmal weiter. Was soll der falsche Geiz? Umso schneller spawnen hoffentlich neue Gegner. Hallo. Ah, der kann doch die Tür aufmachen. Ach, das ist nur ein Blue Brick. Weg damit. So, ab und an ein bisschen Licht, ne? Das schadet eigentlich nicht im Dungeon. Es ist so mega dunkel hier sonst. Okay.